keiner der 40.000 Zuschauer bisher weggegangen. Klar, das Spiel ist ungemein spannend. Sicher technisch, spielerisch kein Leckerbissen, aber spannend. Sauber, Matthäus da. Lozano. Eder alleine, abseits. Abseits, Vandenbergh abseits. Und das wusste er natürlich auch, als er den Ball ins Tor beförderte. Aber 10, 12, 13 Sekunden bringen sie solche Mädchen sicher. So, nach meiner Uhr läuft die letzte Minute. Es gibt eigentlich kaum Grund nachzuspielen. Hoeneß hat er das Bein zu hoch genommen da, deshalb Freistoß für den RSC Anderlecht. Und auch das bringt Zeit. Lozano. Nein, also beim besten Willen. Ich sagte schon, er hat Bombenkarten jetzt beim Schiedsrichter Lozano, bei seinem Landsmann Martinez, denn er hat die Augenthaler behindert und nicht umgekehrt. Vandereycken, Hansen Friman, ja, nicht ungefährlich. Für den Martinez schaut auf die Uhr, das könnte die letzte Szene sein. Den Jubel sollten Sie sehen jetzt hier. Fast 40.000 Leute stehen und jubeln. Der RSC Anderlecht hat also seine Heimstärke nachdrücklich unter Beweis gestellt. 10 ganz starke Minuten vor der Halbzeit genügten. 10 Minuten, in denen es in der Bayern-Abwehr drunter und drüber ging. Die Folge ist 2 Tore. Und diese 2 Tore ist der belgische Meister halt am Ende zahlenmäßig besser gewesen als der FC Bayern. Und die Belgier damit im Halbfinale. Der FC Bayern kann sich jetzt ohne die Belastung Europapokal auf die Jagd, auf die Verfolgung